dass ich so traurig bin. Eine Mädchen aus uralten Zeiten, das geht uns nicht aus dem Sinn. Die Luft ist so still. Frau Chefin, warum so still? Hm? Weil das Lied überhaupt nicht zu unserer Situation passt. Denn wir sind in keinem Märchen aus uralten Zeiten, sondern einer handfesten Pleite. Dafür stimmt aber die zweite Zeile, denn unsere Pleite, die geht uns nicht aus dem Sinn. Ja, dafür stimmt die dritte Zeile wieder nicht. So. Und wir wissen genau, was es bedeuten soll, dass wir so traurig sind. Hm. Überall, wo ich hinschaue, klebt ein Kuckuck. Ha, bitte, und sogar auf dem Kuckuck. Ach. Herr Gerichtsvollzieher. Was glaubst du, Renate, von was ich geträumt habe? Das kann ich mir schon denken, Onkel. Sicher von Gerichtsvollzieher. Ja, ah, genau, stimmt. Wo bleibt er denn heute übrigens? Der wird er nicht etwa krank sein? Wie gesagt, zu pfänden ist ohne dies nichts mehr. Jetzt werden die ganzen Sachen einfach versteigert. So, das ist ja unerhört. Nicht allein, dass er alles fändet, jetzt will er auch noch alles versteigern. Na, Herr Chef, wir sind eben ein Opfer der modernen Zeiten. Stimmt, stimmt. Du hast recht. Zeiten haben sich geändert. Die Menschen haben sich auch geändert. Ja, früher, da sind sie hier zu uns heraufgestiegen, haben unseren Wein getrunken, da drüben die Lorelei bewundert. Aber heute, da haben die Menschen keinen Sinn mehr fürs Romantische. Da sausen sie an uns vorbei, lassen uns links liegen. Weil wir keinen Parkplatz haben. Was ist denn das, Otto? Oh, warte. Entschuldigen Sie, Herr Chef, aber das ist unser Abendessen. Was ist? Du hast doch nicht den gepfändeten Hahn geschlachtet. Ja. Der kommt doch zur Versteigerung. Fräulein Chefin, es hat nicht sollen sein. Nein. Wie der Hahn gehört hat, dass er versteigert wird, hat ihm einfach der Schlag getroffen. Und unsere letzten zwei Hühner hast du dir vielleicht auch geschenkt. Als Witwen wollten sie nicht weiterleben. Onkel. Wir sind in Not. Es war eine berechtigte Notschlachtung. So ist es, ja. Otto, sag mal, hat der Gerichtsvollzieher nicht gesagt, wann die Versteigerung stattfindet? Ja, ja, da steht alles in dem Brief drin, den er da gelassen hat. Welchen Brief? Wo? Ich habe ihn zu den übrigen gelegt. In Ihre Tischlade. Ah, in die Tischlade. Na, das ist ja in Ordnung. Aber Onkel, die Briefe kommen einfach ungelesen in die Schublade? Ja, warum soll ich sie lesen? Ich weiß doch, was drin steht. Alle Leute wollen nur Geld von uns. Aber Onkel, diese Briefe müssen doch erledigt werden. Werden auch erledigt. Jeden Ultimo schmeiße ich sie weg. Aber du hast recht. Was man heute kann besorgen, macht man nicht erst übermorgen. Vom Dachdecker, vom Klempner, vom Fasslieferanten, vom Weinhändler, Schornsteinfeger. Ja. Was ist denn das, ein Brief aus Italien? Haben wir da auch Schulden? Der ist ja für mich. Hm? Aus Nipozzano. Hm? Signorina Renate Eberwein. Ja, von einem Notar, Tabarelli. Renate Eberwein. Sie sind ein Glücksbild. Du hast eine Erbschaft gemacht. Ja, sogar eine Riesenerbschaft. Das ist ja unglaublich. Wenn die Not am größten ist, ist die Erbschaft am nächsten. So was habe ich bis jetzt nur im Kino erlebt. Ich weiß schon, was soll es bedeuten, dass wir so lustig jetzt sind. Weil auch in den heutigen Zeiten noch Märchen lebendig oft sind. Da kommt unverhofft aus Italien ein Briefchen, in welchem man liest, dass sie eine glückliche Erbin und Schlosssitzerin ist. Herr Chef, Fräulein Chefin, ich erhebe mein Glas und sage, Verzeihung, der teure, verstorbene Erblasser, er lebe hoch, hoch,
Prost! Prost! Und damit erkläre ich das Erbschaftsessen für eröffnet. Mahlzeit. Mahlzeit. Was ist denn, Otto? Was hast du denn? Werden Sie weggehen und ich muss da bleiben. Otto, nur wäre nicht schwach. Sonst kann ich nicht stark bleiben. 4 Jahre lang bin ich mit Ihnen als Mädchen für alles durch dick und dünn gegangen. Ich hatte mich schon so schön daran gewöhnt, dass ich jeden ersten kein Gehalt bekomme. Jetzt soll das mit einem Mal enden. Das überlebe ich nicht. Otto, du bist mit uns durch dünn gegangen, du gehst mit uns auch durch dick. Was gehen soll? Bis nach Italien? Wir gehen nicht, wir fahren. Ein Glück, dass wir unser altes Auto als Kaninchenstall getarnt haben. Sonst hätte uns der Gerichtsvollzieher dir das auch noch weggeschnappt. Also dann auf nach Italien. Ja, aber Moment, Moment. Wir können ja nicht fahren, wir haben ja kein Benzin. Wie kommen wir da nach Italien? Wo eine Eva mit dem Apfel winkt, findet sich immer ein Adam, der anbeißt. Ja, aber wenn wir beide dabei sind, wird sicher keiner anbeißen. Ich werde winken. Ihr müsst euch im Auto verstecken. Sicher wird sich dann irgendein Ritter vom Steuer finden, der uns ein Stück mitschleppt. Und so kommen wir dann auf dem schnellsten Weg nach Italien. Wir fahren links. Bitte. Wir schicken Ihnen Abschleppwagen. Danke, meine Herren. Grazie. Mit einer noch größeren Rechnung, die wir dann nicht bezahlen können. Ja. Meine Herren, ich schlage vor, wir schieben lieber billig ab, bevor wir teuer geschleppt werden. Genehmigt. Genehmigt. Also los. Na los, los! Der Berg nimmt kein Ende. Doch, da vorne, nur los, nur los. Gleich sind wir oben. Die letzten Meter. Geht Herr noch? Chef! Herr Chef! Otto! Ja! Ja, gib dein letztes. Ja. Ach, Schnauppaus! Ich kann nicht. Moment. Du bist die Letzte. Schnaufpause zu Ende. Ja. Weiter, vorwärts, marsch. Danke Ihnen, dass Sie so freundlich sind, bei mir stehen zu bleiben. Nicht jeder Automobilist tut das.
Nächstenliebe ist doch etwas sehr Schönes. So sind wir immer, Herr Pfarrer. Und wenn es uns den letzten Tropfen Benzin kostet. Ja. Wo fehlt's denn, Padre? Ja, mein Auto streikt. Oh. Ein Zeichen der Zeit. Vielleicht haben Sie kein Benzin. Oh, Benzin habe ich in Hülle und Fülle. Bitte? Hier ist die Hülle. Wo ist die Fülle? Uns ist nämlich das Benzin ausgegangen, Padre. Wenn Sie uns freundlicherweise etwas Benzin borgen, können wir Sie abschleppen. Ja, von Herzen gern. Bitte nehmen Sie sich heraus. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Bitte. Ja, fürs Billige sind wir auch immer. Wohin soll es denn gehen, mein Kind? Wir möchten nach Nipozzano. Nach Nipozzano? Ich bin der Pfarrer von Nipozzano. Aber das ist doch merkwürdig. Sie kommen aus Deutschland und wollen nach Nipozzano. Sind Sie vielleicht die Erbin des Signore Messani? Ja. Ja, da heiße ich im Namen meiner Gemeinde herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich. Allerherzlichst. Ja, na, dann lasset uns getrost von Ihnen fahren. Kai! Nipozzano, 13 Kilometer. Blöder Wegweiser, da zeigt er in der verkehrten Richtung. Na, der Wegweiser wird schon wissen, wohin er zu zeigen hat. Nipozzano liegt also da hinten. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja, aber ich? Wir haben nur auf die Gegend geschaut und nicht auf den Wegweiser geachtet. Dann sind wir vielleicht an der Abzweigung vorbeigefahren. Am besten, wir fragen einfach den Padre nach dem richtigen Weg. Siehst du was? Ja. Was denn? Wo ist der Padre? Weg. Hey, so Schreck. Du kannst doch nicht einfach weg sein. Da liegt er. Der Padre? Nein, der Strick. Gerissen. Das hätte ich von einem geistlichen Herrn nicht erwartet. Der zweigt einfach nach Nipozzano ab und lässt uns ahnungslos weiterfahren. Aber okay, wie haben Sie das? Platz machen, Platz! Wenn Sie etwas von uns wollen, dann sagen Sie bitte, wenn ich bitten darf. Ja, 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 das können wir auch! Also wollen Sie mich vorbeilassen oder nicht? Im Moment, etwas Geduld! Unser Motor stirbt doch dauernd ab! Wenn Ihr Motor stirbt, gehört er auf den Autofriedhof und nicht auf die Straße. Sie beleidigen unseren Wagen nicht, ja? Sie Nilpferd. Sie alter Chineser, fahren Sie lieber zurück. Wir brauchen nicht zurückfahren, wir haben Vorfahrt. Vorfahrt hat immer das Stärkere. Das sagen alle, die kein Hirn haben. Ihnen tut's auch nicht weh. Sie, was tun Sie denn da? Ich schieb den Schrotthaufen aus dem Weg. Schieber, wir rufen die Polizei. Freie Bahn den Tüchtigen. Adio. Adio. Lego mio. Aber Onkel, was soll denn das heißen? Das war das Goethe-Zitat von Goethe. Das ist bloß ins Italienische übersetzt. Frau Chefin? Ja? Ich glaube, der Motor hat nichts mehr zu saufen. Tatsächlich kein Benzin. Naja, Bescheidenheit rächt sich immer. Und der Fahrer, der hätte uns sicher auch zwei Kanister Benzin gegeben. Ja, was machen wir jetzt? Warten, bis uns jemand abschleppt. Wir sind vom Abschleppdienst. Padre! Padre! Herein! Ui, was willst du denn, mein Sohn? Wir sind vom Abschleppdienst und haben die ganze Straße nach innen abgesucht. Ach, du meine Güte!
Ja, wer hat euch denn auf die Suche geschickt? Drei Polizisten im Jeep haben gemeldet, dass ein Auto auf der Straße liegt, das nicht weiter kann. Nein, nein, ich sag's ja immer, unsere Polizei, die sieht alles, die hört alles, die ahnt alles. Aber wenn ich jetzt bloß wüsste, wo meine deutschen Automobilfreunde geblieben sind. Hauptsache, wir sind da. Notario Tabarelli. Notario Tabarelli, nächste Haus. Ah, grazie. Momento, Auto. Entrate. Herein. Herr Notar Tabarelli? Der bin ich. Bitte, Sie haben mir geschrieben. Das habe ich. Ich bin die Erbin von Signor Messani. Das sehe ich. Bitte, könnten Sie mir Näheres über die Erbschaft sagen? Das kann ich. Das kann ich aber nur, wenn ich die Akten 12, 14, 16, 21 aus Regal 4 habe. Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mir sie zu bringen? Zusatzprotokolle BNZO aus, da. BNZO. Sie haben also rechtmäßig geerbt etwas Geld, das ist nicht viel, aber man kann ganz gut drei Wochen davon leben. Da Sie aber zu dritt sind, wird es nur für eine Woche reichen. Und das ist alles? Sie lassen mich ja nicht ausreden, kann ich also nicht weiterlesen. Sie haben ferner rechtmäßig geerbt das Weingut Castel Monteverde mit allen Mobilien und allen Immobilien. Jetzt sind wir aus dem Wasser. Ja. Freuen Sie sich nicht zu früh. Je größer der Besitz, desto größer die Sorgen. Auch ist unser Klima nicht das Beste. Ja, das habe ich schon gemerkt. Es ist sehr warm und sehr feucht. Ja, das Klima. Auch Ihre Weinberge bestehen nur aus Unkraut. Und ist ein Jahr die Ernte schlecht, ist im nächsten Jahr dafür auch nicht gut. Es wäre also das Vernünftigste, wenn Sie das ganze Weingut in Bausch und Bogen verkaufen würden. Ja, dazu haben wir doch immer noch Zeit. Ich glaube aber nicht, dass Sie sich in Ihrem Haus sehr wohl fühlen werden. Es geistert dort. Gespenster gehen um. Sie wimmern und stöhnen um Mitternacht. Das stört uns nicht. Um Mitternacht schlafen wir längst. Ja, aber die Geister rasseln mit Ketten. Und spuken grässlich. Stellen wir einfach Spuknäpfe auf. Weiß nicht, ob die Geister sich daran gewöhnen werden. Habe ich auch nur gut mit Ihnen gemeint. Hätte nämlich einen Käufer für Sie. Sehr finanzkräftig und ein besonders angenehmer Mensch. Ich kann aber auch sehr unangenehm werden, wenn sie nicht will, wie ich will. Sie wird bestimmt so wollen, wie Sie wollen, Signor Brandolino. Ich habe das Ganze gut so hergerichtet, wie Sie es befohlen haben. Alles sieht jetzt vernachlässigt und verwahrlost aus. Die Erbin aus Deutschland wird bestimmt wenig Freude daran haben. Brav, sehr brav. Je wertloser alles ausschaut, desto billiger wird sie mir alles verkaufen. Darauf wollen wir trinken. Ja. Claudia, wo bleibt denn der Wein? Signor Brandolini? Du wirst immer hübscher, Claudia. Ja, auch meine Tochter. Na, davon kann es nicht sein. Vielleicht ist sie verliebt. Wüsste nicht in wen. Nun, sie wird schon wissen.
wem ihr Herz gehört. Am Absatz von Italien liegt Apulien und etwas weiter oben da liegt Rom. Aber mittendrin liegt das kleine Dorf, in dem ich glücklich bin. Am großen See Italiens liegt Messina und dicht dabei darauf das Stromboli. Aber mittendrin liegt das kleine Dorf, in dem ich glücklich bin, weil es von dem Absatz bis zum See hier bei uns von Torrent bis zum See allen so von der Linie bis zum Po gut gefällt. Drum fährt von Paris, Berlin und Wien Jahr für Jahr nach Venedig und Turin nach dem Süden alle Welt. Am Absatz von Italien liegt Apulien und etwas weiter oben da liegt Rom. Aber mittendrin liegt das kleine Dorf, in dem ich glücklich bin. Alles von den Absatz bis zum See hier bei uns von Sorrent bis Como See allen so von Sardinien bis zum Po gut gefällt. Rom fährt von Paris, Berlin und Wien nach Venedig und Turin, nach den Süden, alle Welt. Am Absatz von Italien liegt Apulien und etwas weiter oben da liegt Rom. Aber mittendrin liegt das kleine Dorf, in dem ich glücklich bin, in dem ich glücklich bin. Bravo! Bravo! Guten Tag. Hat es Ihnen gefallen? Sehr. Großartig. Lauter kleine Opernsänger mit einem großen Maestro. Ach wo, ich bin nur ein kleiner Dorfschullehrer und ich lehre die Kinder singen. Ricardo heiße ich. Wir sind aus Deutschland. Wir möchten gern zum Castel Monteverde. Ich weiß, ich werde Ihnen den Weg zeigen. Ja, da wären wir Ihnen sehr dankbar. Einen Moment. Ragazzi, per oggi è finito. Vater nicht sieht. Hol schnell deinen Vater, die neue Gutsbesitzerin ist da. Wo? Oh. Wann? Ja, Sie müssen entschuldigen, Claudia und ich sind verlobt. Heimlich. Bitte nicht weitersagen. Ja? Vater! Sie ist da. Wer? Die Erbin aus Deutschland. Ist sie allein? Nein, nein, drei sind's. Vielleicht bringt sie ihre Anwälte mit, das erschwert die Sache. Soll ich sie vielleicht gleich als Käufer mit der Dame bekannt machen? Nein, das wäre zu früh. Ja. Jetzt muss sie von ihrer Erbschaft abgekühlt sein. Ja. Also mach deine Sache gut und verständige mich, wenn sie mürbe ist. Ja. Adio. Mein Vater kommt gleich. Ja, Ihr Vater ist der Verwalter hier. Ich heiße Claudia. Ja, lassen Sie sich doch uns nicht stören. Eine heimliche Liebe ist doch was Romantisches. Mhm. Was? Meine Romantik geht durch den Magen. Hunger. Okay. Hunger. Buongiorno. Ich begrüße die Herrschaften auf Castel Monteverde. Mein Name ist Peppone. Ich bin der Verwalter. Dann haben wir sicher viel miteinander zu tun. Steht gerne zu Ihren Diensten. Also Peppone, dann zeigen Sie uns doch bitte erstmal das Haus. Prego, Signora. Prego. Prego.
Oh, Signorina, das Haus. Das Haus ist leider sehr baufällig. Es steht ja schon fast über 500 Jahre. 500 Jahre. Na, wenn es 500 Jahre gehalten hat, dann wird es auch noch 100 Jahre halten. Länger brauchen wir sowieso nicht. Wie Sie meinen, Signor, darf ich bitten? Ja, Sie dürfen. Aber. Das Schloss ist leider eine halbe Ruine. Das macht nichts. Da wohnen wir eben in der Hälfte, die keine Ruine ist. Geht's da rein? Prego. Darf ich bitten? Die haben leider die Holzwürmer zernagt. Und was ist mit den Vorhängen? Haben die Motten gefressen. Ja, die Bilder. Hat die Steuer verschlungen. Hier scheint alles einen sehr guten Appetit zu haben. Appetit habe ich auch. Was gibt's zu essen? Es gibt vollreife Radieschen, überreife Tomaten, halbreife Zitronen und unreife Pflaumen. Muss ich mir reiflich überlegen, ob ich das esse. Wo ist die Küche? La 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 la. La 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 la. Claudia ist jung und das hübscheste Mädchen in unserem Städtchen. Ich lieb sie sehr. Nur Signor Peppone, der will das nicht leiden und das macht uns beiden das Herz oft schwer. Doch die piccolissima Serenata, die man unter Fenster ihr leise singt, kann die Signorina so gut verstehen, weil ein Herz voll Liebe aus dem Liedchen klingt. Aber eines Tages, da werden wir lachen und still Hochzeit machen und glücklich sein. Und dann ist das liebste und hübscheste Mädchen aus ganz Nipozzano auf ewig mein. Und die piccolissima Serenata, die man unter Fenster ja zärtlich singt, kann jetzt die Signora so gut verstehen, weil ein Herz voll Liebe aus dem Liedchen klingt. Doch die piccolissima Serenata, die man unter Fenster ihr leise singt, kann die Signorina so gut verstehen, weil ein Herz voll Liebe aus dem Liedchen klingt. Riccardo. Claudia. Signorina, jede Mühe ist hier vergebens. Ohne Geld werden Sie das Gut nie hochbringen. Darum sage ich, verkaufen. Herr Peppone, Sie haben wohl eine Grammophonplatte verschluckt, ja? Ich? Wieso? Weil Sie immer wieder dasselbe sagen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Auf unserer Grammophonplatte steht aber ein anderer Text, nämlich... Hä? Arbeiten. So ist es. Wie Sie wollen. Wie Sie wollen. Aber ich fürchte, Sie werden es sehr bald bereuen. Den Peppone wollte ich schon lange eine kleben. Ja, mir kommt der Kerl sowieso verdächtig vor. Stimmt. Irgendetwas an der ganzen Sache schmeckt mir nicht. Dafür wird Ihnen das hier umso besser schmecken, Frau Scheffel. Kartoffelpuffer! Nein, meine Erfindung, Polenta-Puffer alla Lipozzano. Ecco. Verzeihung, Herr Brandolini wird am Telefon verlangt. Na, welcher Brandolini? Ich oder mein Bruder? Wer ist denn am Apparat? Ein gewisser Herr Peppone. Ah, das ist für mich. Ja, was gibt's, Peppone? Signore Brandolini, ich habe große Sorgen. Die
Diese Erbin will nicht so, wie Sie wollen. Nein, sie verkauft nicht. Was heißt das? Jedes Ding hat doch seinen Preis. Wahrscheinlich hast du die Sache falsch angefangen. Ich sage ja immer verkaufen und sie sagt immer arbeiten. Arbeiten, das ist bedenklich. Diese Deutschen. Immer wollen sie ein Wirtschaftswunder machen. Soll ich vielleicht mit schärferen Mitteln vorgehen? Eventuell Drohbriefe mit einem Dolch an die Tür nageln? Aber Pepone, wer arbeitet heute noch mit Räuberpistolen? Eine gute Bankverbindung, die ist wichtiger wie 10 Dolche an der Tür. Halt die Augen offen, Pepone. Das Weitere mache ich, adio. Das wäre noch schöner, wenn ich nicht mehr den Kopf durchsetzen würde. Es handelt sich nämlich um dieses Weingut Monteverde, das irgendeine fremde Person aus Deutschland geerbt hat. Das passt meinem herzensguten Bruder nicht, wa? Nein, das passt deinem lieben Bruder gar nicht. Im Interesse der Firma muss ich das Gut kaufen. Auf gerade oder ungerade. Gerade ist mir lieber. Aber auf ungerade kommt sich wohl billiger. Genau das. Ich sehe, du verstehst mich. Ich habe die Sache prima eingefädelt. Das Gut kriegen wir billig in die Hand. Um einen Pappenstiel. Du, jetzt will ich dir einmal etwas sagen. Dir geht's immer nur um das Interesse der Firma. Mir geht's aber auch um unseren Ruf. Und wo Pappenstiele im Spiel sind, da sind auch meistens Geschädigte dabei. Aber Bruderherz, wozu so große Worte? Alles hat doch seinen tieferen Grund. Was dieses Weingut wert ist, das weiß nur ich. Darum muss ich es haben im Interesse der Firma. Signorina, Sie müssen nicht auf Kisten sitzen und auf der Erde schlafen. Aber Claudia, was sollen wir denn machen? Nachsehen. Oben und am Dach. Nee, aber Claudia, warum? Ist ja alles leer. Bei unserer lieben Claudia ist es wohl im Dachstübchen nicht ganz richtig. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Thank you.
Dem Pfarrer seine Predigten werden immer schärfer. Mit dem reichen Kamel, das nicht durch ein Nadelöhr geht, hat er natürlich mich gemeint. Ja, du gehst ja wirklich durch kein Nadelöhr, da hat er doch recht. Na ja, recht hat er ja vielleicht, aber er muss es ja nicht predigen. Oh, da ist ja unser lieber Herr Pfarrer. Padre Filippo, ich begrüße Sie. Das war heute wieder eine herrliche Predigt. Ich bin jetzt noch ganz erbaut. Na, das freut mich besonders, wenn ich das vom sündigsten Kind meiner Gemeinde höre. Sie tun meinem Bruder zu viel Ehre an. Keiner unter uns ist ohne Sünde. Ein wahrer Spruch und so sinnig für die Allgemeinheit. Und so passend für dich. Mich kennt keiner. Aber, Romeo, Sie sind doch der größte Weingutbesitzer unserer Provinz. Na, und die alte Firma, die Sie und Ihr Bruder leiten, ist doch geradezu ein Begriff auf der ganzen Welt für alle Leute, die Chianti-Wein trinken. Ja. Sie übertreiben Ihre Bescheidenheit. Die Bescheidenheit ist eine seiner Haupttugenden. Ja. Immer wenn ich dich suche, befinde ich dich bei diesem hinleitenden Ricardo. Kein Wort! Du wirst mir jetzt genau zuhören. Dein Vater ist auf dem besten Wege, ein vermögender Mann zu werden. Wenn alles so glatt geht, wie ich es eingefädelt habe, bekommst du eine Mitgift wie kein anderes Mädel in der Gegend. Mit einer großen Mitgift kann ich doch umso leichter Ricardo heiraten. Was fällt dir ein? Zu Geld gehört Geld und Ricardo hat keins, Basta. Da setzt du dich her und wartest, bis ich dich hole. Ach, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, meine Herren. Oh, es freut mich wirklich herzlich, die jüngsten Mitglieder meiner Gemeinde wiederzusehen. Wir haben ein sehr schlechtes Gewissen, Padre Filippo. Oh, warum denn, mein Kind? Was? Wegen dem Strick. Weil er gerissen ist. Aber meine Freunde, ein Strick, der kann reißen, aber das Band der Liebe wird deshalb umso länger halten. Padre Filippo hat vollkommen recht. Das Band der Liebe soll alle Mitglieder unserer Gemeinde vereinen. Ich gehöre nämlich auch zur Gemeinde. Ja, seit seiner Kindheit. Ja, das hier ist Carlo Brandolini. Sein Name ist mit dem Chianti-Wein so eng verknüpft, wie... Zwei Herzen, die sich lieben. Carlo, Sie bringen mich auf ein sehr schönes Thema für meine nächste Sonntagspredigt. Liebet einander, so will es Gott. Claudia. Liebst du mich noch? Von ganzem Herzen. Wirst du mich immer lieben? Immer und ewig. Oh, Claudia. Die Erbin und ihr Anhang machen mich kaputt. Das Schloss sieht jeden Tag jünger aus und ich fühle mich jeden Tag älter. Die arbeiten ja wie die Teufel. Wenn es dir gelingt, diese zugereisten deutschen Arbeitsbienen mit deiner Faulheit anzustecken, zahle ich dir so viel, dass du bequem privatisieren kannst. Und jetzt verschwinde, ehe man uns zusammen sieht. Sagen Sie, wo ist eigentlich Ihr Bruder? Hm? Ah, da. Romeo! Da kommen Sie doch einmal her. Ich möchte Sie mit sehr lieben Menschen bekannt machen. Hm? Da kommen Sie doch schon! Bitte? Hier stelle ich Ihnen drei vorbildliche Automobilisten vor. Hilfsbereite und höfliche Menschen, mit denen man sehr gerne in nähere Berührung kommt. Sicher sind Sie auch ein sehr rücksichtsvoller Automobilist. Einer näheren Berührung nicht ausweicht. Ja, man schlängelt sich so durch. Na, ich sehe, Sie verstehen sich ja ausgezeichnet. Es ist immer ein schöner Anblick, wenn zwei Menschen so schnell in Kontakt kommen. Ja, Kontakt hatten wir vom ersten Moment an. Ah, engsten Kontakt. Was sich aber besonders freuen wird, diese junge Dame ist die Erbin des Weingutes Castel Monteverde. Was? Die Erbin? Das ist aber eine schöne Überraschung. Eine sehr schöne Überraschung. Sie müssen nämlich wissen, mein Bruder hat schon lange eine stille Liebe für ihr Weingut. Ja, na, es ist ja ein sehr schöner Besitz, nur leider total verwahrlost und entwertet. Was, verwahrlost? Das Gut war doch immer in schönster Ordnung. Ja, wahr. Aber wie dieser Verwalter Bepone, dieses faule Schwein, dieses Gut nach dem Tod von Signor Messani heruntergewirtschaftet hat, das kann man in 10 Jahren nicht wieder gut machen. Außer man steckt Millionen hinein. Also wenn Sie mich fragen, ich möchte es nicht haben. Ja, da werden Sie es gar nicht so leicht haben, wie ich gedacht habe. Doch, wir sind arbeiten gewöhnt. Und notfalls helfen wir uns bis zur nächsten Ernte mit einem Bankkredit. Ach, also Kapital haben Sie also nicht. No, die Banken werden ja helfen. Aber lassen wir diese geschäftlichen Dinge beiseite. Heute ist Sonntag. Den soll man heiligen. Darf ich die Herrschaften zu einem guten Tropfen einladen? Zu einer schönen Flasche Chianti-Wein.
der Chianti ist wunderbar. Ob auf meinen Weinbergen auch so etwas Gutes wachsen wird? Wenn die Sonne für ihr Weingut nur halb so viel Interesse hat, wie ich für die neue Gutsherrin, dann muss bei Ihnen der beste Chianti wachsen. Und wenn Sie mit Ihren guten Prophezeiungen nur halb so recht haben, wie Ihr Bruder mit seinen schlechten, dann wird es mir großartig gehen. Dann würde ich also vorschlagen, Sie halten sich künftig nur an meine guten Prophezeiungen. Und an mich. Was sagen Sie dazu? Ich? Prost! Prost! Ricardo, bitte sing ein Lied für uns. Ach, oh, singen, ich habe keine Lust jetzt. Bitte, sing ein Liedchen. Mann, oh, Mann. Für Claudia. Bitte. Oh, bitte, bitte. Eine Reise ins Glück wünsche ich mir so sehr. Eine Reise mit dir an das blaue Meer. Sind wir beide am Strand, du und ich ganz allein. Sag ich leise zu dir, lass uns glücklich sein. Hier schaut uns niemand zu beim Küssen, kein Mensch stört dich und mich. Hier gibt es nur noch Sonne, Palmen und dich. Eine Reise mit dir wünsche ich mir so sehr. Eine Reise ins Glück an das blaue Meer. Seltsam. Die Sonne scheint dir viel heller als anderswo. Die Menschen singen viel schöner. Und die Rosen duften viel verschwenderischer. Ein schönes Land. Ein Land voller Geschichten und Sagen. Über die Rosen sagt man bei uns zum Beispiel, die jüngste Rose vom Strauch bringt jeder Frau Glück. Glück könnte ich brauchen. Ich suche Ihnen die jüngste Rose. Kommen Sie. Eine Reise ins Glück an das blaue Meer. An das blaue Meer. An das blaue Meer. An das blaue Meer. Am Sonntag, das habe ich gar nicht gern. Ich staune, wie der Pepone rennen kann. Leider nur im Privatleben. Bei der Arbeit, da schleicht er wie eine Weinbergschnecke. Na, ob er in Ihrem Weingut schleicht oder rennt, ist doch ganz egal. Da ist doch sowieso nichts mehr zu retten. Herr Brandolini, Sie gehen mir mit Ihrer Schwarzseherei langsam, aber sicher auf den Nerv. Mir schon lange. Aber ich weiß doch nur gut, es ist doch ein Gebot der Nächstenliebe, drei ahnungslose Weine nicht in die Unglück rennen zu lassen. Sie, Herr Romeo, wer ist denn hier ein ahnungsloser Laie, hä? Hier, Eberweins, Sie haben schon vor 200 Jahren unseren selbstgebauten Wein mit der Muttermilch getrunken. Wenn Sie ein Fachmann wären, müssten Sie doch wissen, dass Sie das Gut ohne großes Kapital nicht halten können. Da müssten Sie schon so viel Kapital haben wie ich. Aha. Merkst du was, Otto? Jetzt geht mir ein Licht auf. Der Notar wusste gleich einen kapitalkräftigen Käufer für uns. Und der Pepone, der Verwalter, weiß auch einen. Sollten diese Käufer vielleicht die Herren Brandolini sein? Hm?
Ach, Sie sagen nicht nein und Sie sagen auch nicht ja. Also Sie sind es, die uns aufkaufen wollen. Daher auch diese verdächtige Freundlichkeit. Ja eben. Man macht den nächsten Liebe und meint damit seinen eigenen Geldbeutel. Stimmt. Ja, uns können Sie nichts vom Weinbau erzählen. Komm, Renate, wir gehen. Warum? Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Warum? Das Warum habe ich gerade Ihrem Herrn Bruder erklärt. Lassen Sie es von ihm erzählen. Das gilt auch für Sie. Ja, aber Onkel, ich bin... Sag, hast du etwa mit den Leuten Streit angefangen? Ich? Die haben angefangen. Das sehen Sie, Padre. Immer werde ich verkannt. Dabei meine ich es mit allen Menschen doch nur gut. Romeo. Ja gut, aber für deine persönlichen Zwecke. Oh, ein Streit am Sonntag. Noch dazu unter Brüdern. Nein, das habe ich schon gar nicht gern. Gar nicht. Du, jetzt sage ich dir ein für alle Mal. Lass die Finger von dem Weingut Monteverde. Warum denn? Willst du es am Ende haben? Nein. Na also, was willst du denn? Die Frau will ich. Du bist ja verrückt. Nein, aber verliebt. Das ist ganz dasselbe. Signorina Renate! Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich aber gar nicht. Aber was habe ich Ihnen denn getan? Das wissen Sie besser als ich. Sie wollen mir doch hier nur nachspionieren. Aber ich habe Ihren Wagen gesehen und habe hier auf Sie gewartet. Gewartet? Zum Glück hat mir mein Onkel rechtzeitig die Augen geöffnet. Sie und Ihr Bruder wollen mir doch nur das Gut abluchsen, weiter nichts. Aber Sie irren sich. Ich irre mich gar nicht. Da steckt doch was dahinter, wenn wir die Banken ohne Grund einen Kredit verweigern. Sicher haben die Brüder Brandolini da in dieser Richtung sehr gut vorgearbeitet. Keinen Bankkredit? Aber ich habe bestimmt damit nichts zu tun. Und warum spionieren Sie mir hier nach? Sie wollten doch nur kontrollieren, ob ich Erfolg hatte oder nicht. Melden Sie ihm Herrn Bruder, er kann sich beruhigen. Ich hatte keinen Erfolg. Jetzt sprichst du wieder wie dein Vater. Der hat keine Sorgen. Der kriegt Geld von allen Seiten. Und der hat noch eine sehr sonderbare Sache mit dem älteren Brandolini vor. Die beiden, die sprechen immer von sehr viel Geld. Ricardo, je mehr Geld dein Vater kriegt, desto schlimmer ist das doch für uns. Desto weniger lässt er uns heiraten. Ach, was machen wir dann jetzt? Verhindern müssen wir, dass das er noch mehr kriegt. Ja, aber wie machen wir das? Indem wir beide die Augen offen halten und eingreifen im rechten Augenblick. Ich bin ganz sicher, dass die zwei die Hand im Spiel haben. Denn das kann doch kein Zufall sein, dass die Banken uns keinen Kredit geben.
Dahinter stecken nur diese Brüder Brandolini. Das habe ich dem Carlo in Florenz auch ins Gesicht gesagt. Welcher ist denn eigentlich der Carlo? Der Dickere oder der Dünnere? Der Jüngere. Der Jüngere. Du sagst doch schon gleich, der Sympathischere, ja? Du findest ihn auch sympathisch? Es heißt zwar, man soll seine Feinde lieben, aber so wortwörtlich sollst du das nur nicht nehmen, ne? So gern hast du ihn. Oje, oje, oje. Einen guten Tag, Pater. Tag. Ihre Rosen sind schön, aber Ihre Stimmung ist anscheinend nicht sehr rosig. Ich habe Grund. Wenn zwei Brüder sich so streiten wie Sie und Romeo am letzten Sonntag, nein, na, das habe ich gar nicht gern. Es war ein Streit zwischen Geld und Herz. Na, der Romeo war sicher auf Seiten des Geldes, ne? Und Sie? Auf Seite des Herzens. Die Signorina aus Deutschland? Also Ihr Bruder will das Gut und Sie lieben das Mädchen. Und das Gut ist etwas Materielles und alles Materielle kommt vom Teufel. Aber lieben ist göttlich. Und deswegen bin ich ganz auf Ihrer Seite. Also, was kann ich für euch tun? Viel, Pater, viel. Sie wissen doch, dass die Signorina das Gut nicht ohne Kredit bis zur Ernte halten kann. Na, dann geben Sie ja doch einen Kredit. Sie haben ja Geld genug. Von mir wird sie keins nehmen. Aber von Ihnen. Von mir? Ach, du Liebes, ich hab doch kein Geld. Ich spare schon seit Jahren auf eine neue große Glocke und auf eine neue Hose. Ich gebe Ihnen das Geld für die große Glocke. Und für die große Glocke? Und für die neue Hose. Und für die Hose? Setzen Sie sich. Hören Sie gut zu, Padre. Ich höre sogar schon die große Glocke läuten. Sie wird läuten, aber erst zum Erntefest. Vorher muss nämlich das Geld für die Glocke noch einen kleinen Umweg machen. Oh, einen Umweg? Pater, ich liebe die Signorina und will ihr helfen, auch wenn sie nichts davon wissen will. Ich verstehe. Das Geld soll zuerst der Signorina helfen und dann erst meiner Glockenkasse. Richtig. Ja. Trinken Sie. Auf Ihr Wohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das dürfte als Betriebskapital ausreichen. Pater, Sie sind ein Engel. Das heißt, so viel Geld wollen Sie uns leihen? Und ohne Zinsen? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, und das Geld wird Ihnen bestimmt nicht fehlen. Nein, sicher nicht. Bis zur nächsten Ernte kann ich es entbehren. Ja, es ist von meiner Hosensparkasse. Meiner Glockensparkasse. Tausend Dank, Pater. Vielen Dank. So, und jetzt können wir endlich richtig arbeiten. Ja, das machst du fein, Mädchen. Bravo. Ja. Renatchen, sag mal, wie spät haben wir es denn eigentlich? Es ist gleich Mittag. Ja, ich verspüre etwas Hunger. Herr Pepone ist am Telefon. Immer wenn ich esse, kommt dieses Rindvieh. Ja, was gibt's denn, Pepone? Signore Brandolini, eine neue Hiobsbotschaft. Was hat sie? Keine Sorgen hat sie, Arbeiter hat sie, Geld hat sie? Rätselhaft. Ich komme heute Abend zu dir, dann besprechen wir alles. Ärger gehabt, Brüderchen? Bist mal wieder mit deinem zarten Köpfchen durch die Wand. Genau das. Ja, durch diese Mauer müssen wir durch. Und was ist hinter dieser Mauer? Ein Vermögen für den, der es weiß. Ah, deshalb wollten Sie das Gut aufkaufen. Na natürlich, und was Sie es nicht verkaufen wollen, muss ich zur Selbsthilfe greifen. Ja, aber die Kellerräume gehören doch zum Gut. Und das Gut gehört der Erbin aus Deutschland. Was eine Erbin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Da,
wollen einen Schatz heben, der ihnen nicht gehört. Das müssen wir ihm verhindern, sonst wird mein Vater reich und wir können nie heiraten. Kreuzchen. Herr Chef, es spukt. Hä? Es spukt. Oh ja. Spinz. Es ist ja noch nicht mal Mitternacht. Spuken schon abgewöhnen. Viel Wein. Viel Wein. Ein Vermögen. Nur ich habe von diesem alten Plan gewusst. Kapierst du jetzt, warum ich das Gut kaufen wollte? Und ich bin mit 10% an diesem Schatz beteiligt? Ja. Was? 5%. Und wenn du 2,5 bekommst, musst du auch zufrieden sein. Eins, zwei. Wenn die im Schloss drüben bloß nichts davon merken, Geistermurmeln. Das kommt aus dem Fass. Vielleicht stecken sie da drin.
sind's Weingeister. Man hört's ganz deutlich. Was war das? Da redet wer. Da spricht wer. Geister rühren sich nicht mehr. Kein Wunder. Es ist nicht gerade 1 Uhr. Die Geisterstunde ist vorüber. Darauf trinken wir einen. Ja, aber vom Allerbesten. Weg und trinke.
Na, denn Prost. Ja. Prost. Prost. Du hast ja schon wieder nichts zu trinken. Ober, ja? Bringen Sie der Dame eine halbe, ja? Aber vom Allerbesten. Meine Rechnung. Kollege, komm gleich. Psst. Prost. Gehört das alles hier uns? Ja! Prost! Jetzt bin ich gründlich eingeseift. In jeder Hinsicht. Na? Schwamm drüber. Ich glaube, ich habe eine schwere Gehirnerschütterung. Na, bei deinem Spatzenhirn kann doch nicht viel erschüttert werden. Es tut aber so weh. Ich verspreche dir, dass ich dir ein Schmerzensgeld in Aussicht stellen werde. Das lindert die Schmerzen. Ja, ja, der Gerd, die Weisheit, der lebt uns allein. Drum lasst uns glücklich sein und uns das Leben freuen. Beim goldenen Gerd, die Wein. Ja, ja, der Gerd, die Weisheit, da sagt uns kein Nein. Ja, warum? Was denn? Sie bringen mir jetzt schon das Geld zurück? Sie brauchen es doch sicher noch bis zur Ernte. Nein, Padre Filippo, wir haben nämlich eine Zusatzerbschaft gemacht. 100.000 Hektoliter Wein aus einem geheimen Keller meines Hauses. Nein, so ein Glück. Na, also darüber wird sicher jeder in meiner Gemeinde von Herzen freuen. Na, ich kenne zwei, die sich bestimmt nicht freuen. Die Gebrüder Brandolini. Urteilen Sie da nicht ein wenig zu hart? Naja, ich gebe zu, Romeo ist ein kalter Geschäftsmann, aber sein Bruder, der hat Herz. Glauben Sie das wirklich, Pater? Ja, das glaube ich. Ich fürchte, Carlo ist trotz seines sympathischen Wesens nicht besser als sein Bruder. Sie nennen ihn Carlo und finden ihn außerdem sympathisch. Das ist höchst bemerkenswert. Bemerkenswert ist für mich nur das eine, dass ich mich in ihm getäuscht habe. Gründlich getäuscht. Ja. Was hat er denn verbrochen? Jedenfalls hat mir mein Onkel noch rechtzeitig die Augen geöffnet über die Gebrüder Brandolini. Ja, auch Ihr Onkel kann sich einmal irren. Kein Mensch ist unfehlbar. So oder so. Carlo interessiert mich überhaupt nicht. Ja, 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 überhaupt nicht. Nein, nein, das habe ich schon bemerkt. Ja, eben. Eben. Es gibt Wichtigeres. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Zuschuss für Ihre Glockenkasse. Oh, tausend Dank. Da kann ich mir jetzt eine doppelt so große Glocke kaufen. Und die soll dann auch unser Weinlesefest einläuten. Ne? Thank you.
Unsere neue, große, herrliche Kirchenglocke hat heute mit ihrem ehernen Klang das Fest der Weinlese eingeläutet. Da ist es wohl am Platze, den edlen Spendern, die unserer Gemeinde diese große Freude bereitet haben, von ganzem Herzen zu danken, nämlich Signorina Renate und Signor Carlo, die ich jetzt um einen Ehrentanz bitte. Ja, Sie werden mir doch die Bitte nicht abschlagen. Also gut, ich tanze, aber nur Ihnen zuliebe. Soll mir auch recht sein. Eingefädelt. Was denn? Das mit dem Ehrentanz, den haben doch sicher Sie veranlasst. Nein, den hat doch der Padre veranlasst und mit Recht. Denn wir beide haben die Glocke ja gestiftet, also gehört uns auch der Ehrentanz. Aber das ist doch nur Formalität. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit mir zu tanzen, mir geht es nicht anders mit Ihnen. Das ist ja noch schön. Dann lassen Sie es doch bleiben. Ich kann nicht. Ich bin gerade so schön im Schwung. Aber ich kann. Bitte lassen Sie mich sofort los. Das darf ich doch nicht. Sie tanzen doch nicht mir zuliebe, sondern dem Pfarrer zuliebe. Haben Sie doch vorhin selbst gesagt. Also bitte, ich tanze mit Ihnen weiter, aber wirklich nur dem Pfarrer zu. Gut. Damenwahl bitte. Wie bitte? Ich bitte. Na bitte. Claudia! Ich bin ein Mann ohne Illusionen. Wenn ein junges Mädel mit mir tanzen will, hat sie einen bestimmten Grund dazu. Also reden wir gleich, ehe mir die Luft ausgeht. Es ist wegen meinem Vater. Sie sollten ihm nicht so viel Geld geben. Das ist auf alle Fälle eine gute Idee, aber warum soll ich ihm keins geben? Wenn er so viel hat, lässt er mich meinen Ricardo nie heiraten. Was, so einen Raben hast du zum Vater? Also da hört sich doch alles auf, auch der Tanz. Ich habe sowieso keine Luft mehr. Ja, was soll denn jetzt aus Ricardo und mir werden? Ein Ehepaar, dafür werde ich sorgen. Hör dir, hör auf! Claudia, schenk dir was! Otto, wann ist denn das Testessen fertig? Alter Chef, wie Sie sehen, habe ich alle Hände voll zu tun. Ja, das sehe ich. Ja. Meine Tochter ist reizend, wenn auch etwas anstrengend. Jetzt geh, mein Kind, geh zu deinem geliebten Ricardo, sag ich, lass ihn grüßen. Sagten Sie nicht eben, geliebter Ricardo? Das will ich nicht gehört haben. Wir werden uns auch in der Sache einigen. Na, wo ist denn die Signorina? Schön ist die Welt, nicht wahr? Und sie könnte noch viel schöner sein, wenn die Menschen sich besser verstehen würden. Sie kommen doch in einen bestimmten Auftrag zu. Sogar zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal? Erinnern Sie sich doch nur, das erste Mal habe ich Ihnen Geld gebracht. Aber heute bringe ich Ihnen ein Herz. Wie soll ich denn das verstehen? Ja, dazu ist eine kleine Beichte nötig, die ich ablegen muss. Also, mein lieber Bebone, wir haben noch etwas zu besprechen. Ja, ja, das Schmerzensgeld vom Keller. Das wird wohl reichen. Das reicht. Also, das ist das Schmerzensgeld. Verstanden? Ja, ja. Bevor wir aber weiterreden, musst du mir noch etwas versprechen. Auf Ehre und Gewissen. Gewiss, auf Ehre und Gewissen. Deine Claudia muss ihren Ricardo bekommen. Ja, aber... Kein Aber, nur ein Ja.
Denk an das Schmerzensgeld. Ja. Dann ist die Sache in Ordnung. Moment. Und das Schmerzensgeld? Ja, das musst du verschmerzen, darum heißt das ja Schmerzensgeld. Stimmt. Na siehst du, strenge Rechnung macht gute Freunde. Adio. Ja, und das Geld für die Glocke hat mir Carlo nur unter der Bedingung gegeben, dass ich es zuerst Ihnen bringe, damit Sie bis zur Ernte durchhalten können. Hm? Ich habe gesät, mein Kind. Nun gehe hin und ernte. Hm? Ich danke Ihnen, Vater. Na, Bevone? Signor Carlo, ich habe alles getan, um das Gut der deutschen Signorina, ihrem Bruder, in die Hände zu spielen. Und jetzt habe ich nur Schmerzen und kein Geld. Undank ist der Weltklug. Du hast zu betrügen versucht und möchtest jetzt gerne Danke ernten. Ja, ja. Ja, ja. Aber daraus wird nichts. Du wirst ab jetzt der Signorina treu und ehrlich dienen. Sonst wird sie von mir erfahren, was für einen braven Verwalter sie in ihrem Hause hat. Signor Carlo, ich werde ganz treu und brav und ehrlich zur Signora. Schwörst du das? Ich schwöre. Dann bekommst du ein Schmerzensgeld von mir. Ich schwöre noch einmal. Und für deine Claudia eine schöne Aussteuer. Alle Schwüre der Welt leiste ich für unsere Signorina. Da, wie bitte? Na bitte! Ich sage Ihnen zum letzten Mal, von uns bekommen Sie keinen Wein. Nicht mal einen Spritzer. Sie wollen wahrscheinlich mit Ihrem alten Wein in unsere Familie einheiraten, dass ich nicht lache. Aber wir wollten doch tanzen. Später. Sie sind also dagegen, dass ihr Carlo und meine Renate sich kriegen, hä? Ich bin eigentlich dafür. Machen Sie sich keine Hoffnungen, zum Glück können die beiden sich ohnehin nicht leiden. Glauben Sie? Bestimmt. Wenn mein Bruder und Ihre Nichte ein Paar wären, dann fress ich einen Besen. Hier ist der Besen. Ja, guten Appetit. Na bitte, nur aber Speisen, ja? Hinter dem Besen, ja? Aber richtig, ja, nur guten Appetit. Ja, mein lieber Mann. Und darauf, ein Prosit! Ja, ja, der Kianzwein, der lädt uns alle ein. Drum lasst uns glücklich sein und uns des Lebens freuen beim goldenen Chianti-Wein. Ja, ja, der Chianti-Wein, da sagt uns keine Nein. Drum schenkt die Gläser ein, die Welt soll unser sein beim Chianti-Wein.
dass ich so traurig bin. Eine Mädchen aus uralter Zeit, das geht uns nicht aus dem Sinn. Die Luft ist so still. Frau Schäffin, warum so still? Hm? Weil das Lied überhaupt nicht zu unserer Situation passt. Denn wir sind in keinem Märchen aus uralten Zeiten, sondern einer handfesten Pleite. Dafür stimmt aber die zweite Zeile, denn unsere Pleite, die geht uns nicht aus dem Sinn. Ja, dafür stimmt die dritte Zeile wieder nicht. So. Und wir wissen genau, was es bedeuten soll, dass wir so traurig sind. Hm. Überall, wo ich hinschaue, klebt ein Kuckuck. Ha, bitte, und sogar auf dem Kuckuck. Ach. Herr Gerichtsvollzieher. Was glaubst du, Renate, von was ich geträumt habe? Das kann ich mir schon denken, Onkel. Sicher von Gerichtsvollzieher. Ja, ah, genau, stimmt. Wo bleibt er denn heute übrigens? Der wird doch nicht etwa krank sein? Wie gesagt, zu pfänden ist ohne dies nichts mehr. Jetzt werden die ganzen Sachen einfach versteigert. So, das ist ja unerhört. Nicht allein, dass er alles fändet, jetzt will er auch noch alles versteigern. Na, Herr Chef, wir sind eben ein Opfer der modernen Zeiten. Stimmt, stimmt. Du hast recht. Zeiten haben sich geändert. Die Menschen haben sich auch geändert. Ja, früher, da sind sie hier zu uns heraufgestiegen, haben unseren Wein getrunken, da drüben die Lorelei bewundert. Aber heute, da haben die Menschen keinen Sinn mehr fürs Romantische. Da sausen sie an uns vorbei, lassen uns links liegen. Weil wir keinen Parkplatz haben. Was ist denn das, Otto? Oh, entschuldigen Sie, Herr Chef, aber das ist unser Abendessen. Was ist? Du hast doch nicht den gepfändeten Hahn geschlachtet. Ja. Der kommt doch zur Versteigerung. Fräulein Chefin, es hat nicht sollen sein. Nein. Wie der Hahn gehört hat, dass er versteigert wird, hat ihm einfach der Schlag getroffen. Und unsere letzten zwei Hühner hast du dir vielleicht auch geschenkt. Als Witwen wollten sie nicht weiterleben. Onkel. Wir sind in Not. Es war eine berechtigte Notschlachtung. So ist es, ja. Otto, sag mal, hat der Gerichtsvollzieher nicht gesagt, wann die Versteigerung stattfindet? Ja, ja, da steht alles in dem Brief drin, den er da gelassen hat. Welchen Brief? Wo? Ich habe ihn zu den übrigen gelegt. In Ihre Tischlade. Ah, in die Tischlade. Das ist ja in Ordnung. Aber Onkel, die Briefe kommen einfach ungelesen in die Schublade? Ja, warum soll ich sie lesen? Ich weiß doch, was drin steht. Alle Leute wollen nur Geld von uns. Aber Onkel, diese Briefe müssen doch erledigt werden. Werden auch erledigt. Jeden Ultimo schmeiß ich sie weg. Aber du hast recht. Was man heute kann besorgen, macht man nicht erst übermorgen. Vom Dachdecker, vom Klempner, vom Fasslieferanten, vom Weinhändler, Schornsteinfeger. Ja. Was ist denn das, ein Brief aus Italien? Haben wir da auch Schulden? Der ist ja für mich. Hm? Aus Nipozzano. Hm? Signorina Renate Eberwein. Ja, von einem Notar, Tabarelli. Von Renate Eberwein. Sie sind ein Glücksbild. Du hast eine Erbschaft gemacht. Ja, sogar eine Riesenerbschaft. Das ist ja unglaublich. Wenn die Not am größten ist, ist die Erbschaft am nächsten. So was habe ich bis jetzt nur im Kino erlebt. Ich weiß schon, was soll es bedeuten, dass wir so lustig jetzt sind. Weil auch in den heutigen Zeiten noch Märchen lebendig oft sind. Da kommt unverhofft aus Italien ein Briefchen, in welchem man liest, dass sie eine glückliche Erbin und Schlosssitzerin ist. Herr Chef, Fräulein Chefin, ich erhebe mein Glas und sage, Verzeihung, der teure, verstorbene Erblasser, er lebe hoch, hoch,
Prost! Prost! Und damit erkläre ich das Erbschaftsessen für eröffnet. Mahlzeit. Mahlzeit. Was ist denn, Otto? Was hast du denn? Werden Sie weggehen und ich muss da bleiben. Otto, nun werde nicht schwach. Sonst kann ich nicht stark bleiben. 4 Jahre lang bin ich mit Ihnen als Mädchen für alles durch dick und dünn gegangen. Ich hatte mich schon so schön daran gewöhnt, dass ich jeden ersten kein Gehalt bekomme. Jetzt soll das mit einem Mal enden. Das überlebe ich nicht. Otto, du bist mit uns durch dünn gegangen, du gehst mit uns auch durch dick. Was gehen soll? Bis nach Italien? Wir gehen nicht, wir fahren. Ein Glück, dass wir unser altes Auto als Kaninchenstall getarnt haben. Sonst hätte